Josenmatrosen, euer Re hier und mein herzliches Beileid, dass ihr eingeschaltet habt zu Re am Heute. Freunde, die 1900 Abo-Marke wurde geknackt. Vielen, vielen Dank dafür. Zur Feier des Tages da auch ein kleines Gewinnspiel meinerseits. Und ja, zwei Neuzugänge reinbekommen diese Woche. Eines davon unerwartet und absolut, was absolut krasses. Ja, etwas, woran man nicht einfach denkt, dass das einem ins Haus geflattert kommt sozusagen. Und davon werde ich auch ein Gameplay machen. Was es ist, erfahrt ihr gleich. Hey, hallo Freunde, hier ist euer... Und ihr schaut wie am Heute. Er lädt euch wieder ein, dabei zu sein, denn er zeigt euch seine Beute. Yeah! Viel Spaß. Anfangen möchte ich mit meinem ersten Pickup. Das habe ich gestern, beziehungsweise ich habe beide Pickups gestern getätigt. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist ein Film. Und zwar habe ich mir mal gegönnt. Einmal die neuen E's. Ich filme das mal ein bisschen schöner ab für euch, dann eben hat es ein wenig geblendet. E's mit Pennywise the Clown. Die meisten von euch, bisschen ältere Generation, vielleicht so in meinem Alter, kennen auf jeden Fall das Original von Stephen King. Das war damals eine Miniserie, die im TV lief. Die ich übrigens, also ich sehr gut fand. Und bis heute, es erzählt die Geschichte von sieben Kindern aus Derry, Maine. Da spielen, glaube ich, alle Filme von Stephen King in Derry. Und ja, wie es halt so ist, sie werden gehänselt von einer Gruppe Halbstarken. Und die Stadt wird auch alle 27 Jahre heimgesucht von einem... Ja, von einer bösen Macht, sage ich mal. Denn alle sehen Pennywise nur und sehen den Clown, aber er ist weitaus mehr. Ja, wenn man sich etwas tiefer mit der Geschichte auseinandersetzt, dann weiß man, dass Pennywise nicht nur ein Clown ist. Nichtsdestotrotz, das Ding ist, die Erwachsenen in der Stadt, sie scheinen das nicht zu kümmern oder sie glauben nicht daran, wie auch immer. Und die Kids sind quasi auf sich alleine gestellt. Und was Pennywise macht, ist, dass er lebt aus der Angst dieser Kinder, die er um die Ecke bringt, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, ist also der, ich weiß nicht, ob man es Remake nennen kann oder Reboot oder wie auch immer. Ich habe einige Szenen gesehen, die mich eher an den alten Teil erinnert haben, aber auch viele neue. Kann sein, dass sie da eher mehr ans Buch sich gehalten haben als der Original. Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich fand ihn etwas overhyped zwar. So wie der Jansl es mir erzählt hat, ist das der erfolgreichste Horrorfilm der letzten, was weiß ich wie lange. Und er ist etwas overhyped. Er ist sehr gut. Er ist sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Es war mal wieder ein, so stelle ich mir einen Horrorfilm vor. Wobei es ist, ich will es gar nicht mal mehr so Horror nennen, denn es war eher Grusel. Ja, aber mir gefällt sowas. Es hat eine schöne Story, es hat eine schöne, die Charaktere sind alle likable, sage ich mal. Ja, ob es die Bösen sind, ob es die Guten sind. Es ist keiner dabei, wo ich mir sage, so was Typisches wieder. Na, ihr wisst, was ich meine, so diese typischen... Ja, wenn ich mir zum Beispiel ein Chainsaw Massacre anschaue, ich weiß, es war im Original auch so, mit diesem typischen Klischee mit den Teenagern, die irgendwo rausfahren und dann passiert halt ein Haufen Scheiß, aber vor allem bei den Remakes, bei den neueren Horrorfilmen, da ist das mir zu klischeehaft und wie sie einfach auftreten, ja, wie sie dargestellt werden, es springt der Funke nicht über für mich, dass ich sagen kann, ich hoffe, dass sie überleben. Ja? Bei den meisten neuen Horrorfilmen hoffe ich, dass sie um die Ecke gebracht werden, weil sie mich einfach nur nerven. Aber in diesem Teil, die Kids, man wünscht ja Kids sowieso nichts Böses, aber es sind Kids in dem Fall hier in dem Film. Aber sie spielen alle wirklich gut und wirklich Story ist sehr solide. Und deswegen macht es für mich einfach Spaß, sowas zu schauen. Auch gerade weil es ein Horrorfilm ist. Horrorfilm mit guten Schauspielern, solider Story,
Win-Win. Ja, absolut, was ich so geil finde. Zum Beispiel auch ein gutes Beispiel ist The Conjuring. Ja, genau das meine ich. Gut gemachter Grusel-Horror. Ja, nicht so, ihr wisst schon, was ich meine. Zum Film auch noch zu sagen ist, die Effekte, das CGI ist ein Hit and Miss. Also ich sag mal zu 85% sind die Effekte sehr gut gemacht und ja, die restlichen 15% sind so ein paar Dinger dabei, wo ich mir gedacht habe, ja, Leute, das hättet ihr aber besser machen können. Ja? Naja, wie auch immer. Das Setting ist cool, es soll in den 90ern stattfinden, wobei es mich auch immer, es hat mich auch oft an noch spätere Zeitepochen erinnert, warum auch immer. Vielleicht durch die Kleidung, die sie anhaben oder weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, was der Jansel noch gesagt hat, was sehr interessant war, was, wo ich im Nachhinein gedacht habe, stimmt, da hast du absolut recht. Was mir aber auch aufgefallen ist bei dem Film, es hat diesen Stranger Things Vibe und deswegen ist er vielleicht auch so erfolgreich. Ja, mit den Kids, die zueinander halten und das Böse bekämpfen müssen. Es spielt ja auch der eine Junge mit, der bei Stranger Things auch dabei ist. Und das alles in allem, also für mich ein rundum gelungener Film, sehr solide und absolut zu empfehlen. Es ist sehr selten, der Film hat 15 Euro gekostet auf Blu-ray und es ist sehr selten, dass ich mir einen Film kaufe zum Neupreis von 15 Euro. Aber ich habe mich einfach sehr auf den Film gefreut. Der Clown, ich kann mich jetzt an den Schauspieler nicht erinnern, an den Namen, aber der Clown ist sehr gut. Ja, er spielt ihn sehr gut. Ich hätte vielleicht etwas mehr, noch ein wenig mehr, ein klein wenig mehr Interaktion mit ihm gewünscht, so wie im ersten Teil, dass man, ja, dass die Dialoge vielleicht zwischen dem Clown und dem Opfer, je nachdem, ein bisschen länger geht, aber es war cool. Und Spoilerwarnung, was heißt Spoilerwarnung, aber es scheint auch, also es wird eine Fortsetzung geben, müsste es ja eigentlich auch, weil in den Miniseries sieht man die Kids, ihre Geschichte und da ist es immer ein Flashback zwischen den Kids und wie sie erwachsen sind. Und in dem Film sind es Szenen nur mit den Kids. Also ich schätze mal, der zweite Teil wird dann, also die Fortsetzung wird dann sein, die Kids als Erwachsene. Ja, sehr viel über den Film S gesprochen, aber wie gesagt, kann ich empfehlen, wenn ihr ihn findet, günstig, why not, schaut ihn euch an. Kommen wir zu meinem Neuzugang des Jahres bis jetzt, sage ich mal. Absolut aus dem Nichts hat mich der Gary angeschrieben. Und als ich mich mit ihm getroffen habe gestern, dachte ich, Braun Strowman. Ja, aber ja. Er hat mich angeschrieben, hat gemeint, ey Ree, er schaut meinen Channel schon länger, er ist aus Nürnberg. Und er hat es gibt neben dem Games Garden, zu dem ich eigentlich immer gehe, gibt es noch einen Laden in Nürnberg, der heißt, lass mich lügen, Game Center? Ich weiß gar nicht mehr. Aber es gibt doch einen zweiten Retro-Laden, den ich aber nicht so oft besuche, weil der Chef da auf und zu macht, wann er will und man oft hinfährt und vor verschlossenen Türen steht. Deswegen, ja, und der Games Garden ist auch näher. Wie auch immer. Er gemeint, er war da drin. Und er hat was gefunden, und zwar, Leute, haltet euch fest, ein Complete-in-Box Chippendale 2, die PAL-B-Version. Ja. Ja. Hier auch nochmal ein bisschen schöner für euch abfotografiert mit allem, was da drin ist. Und Leute, da ist wirklich alles drin. Und im petendophilen Zustand, Leute, alles wie geleckt. Und er meinte zu mir, er hat das Spiel für satte, ich glaube 25 oder 30 Euro, hat er gesagt. Freunde, das Spiel ist gut und gerne in dem Zustand das Vierfache wert. Ja, das gut und gerne in dem Zustand. Und er hat gemeint, ey Ree, weißt du was, ich bin nicht so der OVP-Sammler. Ich habe in einer deiner Folgen gesehen, und zwar, das war die Retro-Börse in Rennerod. Da habe ich mir das Spiel gekauft für umgerechnet 25 Euro, was auch lose super Preis war, vor allem auf einer Börse. Und er hat gemeint, ey, hast du Bock, ich gebe dir die OVP mit allem, was drin ist, mach mal einen schönen Deal, ich brauch sie nicht. Und gut, ich meinte, alright. Und der Deal war, ich hatte noch ein loses Parodius für den SNES und die Anleitung dazu, die habe ich ihm gegeben und 20 Euro.
Leute, für das Parodius und für die Anleitung, die habe ich vom Commander Marcel damals bekommen für 20 Euro. Dann ihm noch 20 Euro drauf, das heißt, ich habe 40 Euro bezahlt. Genau, und 28 für das Modul, sprich, ich habe für das Spiel Complete in Box im neuwertigen Zustand 68 Euro bezahlt und es ist in dem Zustand gut und gerne das doppelte Wert von diesen 68. Also es geht, also im Price Guide ist es natürlich, ist es auch für, ich glaube, 120 bis 100, wisst ihr was, da schaue ich jetzt mal gleich mal rein, in den PAL B Price Guide und da gucken wir nochmal genau, was da drin steht, denn es ist, ich habe nichts weiter gefunden. Ich habe eins auf eBay gesehen für 200 Euro, wurde für 200 Euro verkauft, aber da fehlen dann die Gebote. Da steht dann nur verkauft oben und ich weiß dann nie, was ich darauf geben kann, ja. Aber, ja, Complete in Box, ein Chippendale Rescue Rangers 2. Freunde, 135 bis 160 Euro und ich gehe mal von den 160 Euro aus in dem Zustand. Also, für 68 Euro und es war ein riesen Geste von dem Gary, denn er hatte das Spiel für 25 Euro bekommen in pitendophilen Zustand und er hätte es auch, er hätte was, weiß Gott was damit machen können, aber ich dachte, ne, ich teile das und gebe dem Re die Box und Leute, und das ist Community right there für euch, das ist absolut nice und so stelle ich mir das vor. In der Retro-Szene. Helfen. Ja, absolut geil. Gary, vielen, vielen Dank. Das Spiel werden wir dann im Anschluss auch zocken. Ich zocke mit euch das erste Level. Und ja, schauen uns das mal an. Ich kann euch nur sagen, so wie auch der erste Teil, ist der zweite Teil einfach, ja, Capcom steht dahinter und sie haben natürlich wie immer eigentlich einen super, super Job gemacht. Ist ein sehr, sehr solider Jump'n'Run. Zur Story gibt es nicht viel zu sagen. Die Story ist ein bisschen, okay, aber es ist ja normal für ein NES-Game. Ich weiß nur, Fat Cat ist aus dem Gefängnis geflohen und in irgendeinem Restaurant ist eine Bombendrohung und man muss so schnell wie möglich dahin und die Bombe entschärfen und so weiter und so fort. Ja, aber da schauen wir uns gleich an im Gameplay. Also Gary, Hammer. Vielen Dank. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zum 1900 Abo Gewinnspiel. Leute, was soll ich euch sagen? 1900 Abos, hammerhart. Ich will ehrlich mit euch sein. Ich habe, als ich den Channel angefangen habe, habe ich andere YouTuber gesehen mit 6, 7, 800 Abos. Ich weiß noch, der Stroh hatte damals, glaube ich, 600. Der Vierrad, der Retrojäger war etwas über 1000. Und ich dachte mir nur so, ey. Und es ist kein Scheiß jetzt. Ich dachte mir, ich komme da niemals hin. Das schaffe ich niemals. So, ich war froh, irgendwie mal 500, vielleicht 400, 500 Abos zu kriegen und so, 600. Und ja, jetzt sind wir bei 1900 Abos Road to 2K, meine Freunde. 2000 Abos, bin ich mal gespannt, ob das hinhaut, wie lange das dauert. Aber egal, 1900 ist schon mal mega fett. Vielen Dank an euch alle fürs Einschalten und fürs ja, Supporten und so. Sehr, sehr geil. Und ich möchte natürlich dafür auch etwas zurückgeben. Ein kleines Gewinnspiel. Ihr werdet diesmal aber nicht so verwöhnt wie in anderen Gewinnspielen. Es geht natürlich immer darum, was habe ich gerade da zum Abgeben. Und ja, aber ich glaube, ich habe euch doch ein kleines, schönes Paket ausgesucht. Bevor wir da hinkommen, was müsst ihr dafür tun? Und zwar, ihr müsst abonniert sein hier auf meinem Channel. Ihr müsst ja, auf Facebook oder auf hier auf YouTube mir eine persönliche Message schreiben und ja, das Video liken natürlich. Jetzt muss ich mir nur ganz kurz was überlegen. It's magic! Da bin ich auch schon wieder. Ich habe ganz vergessen, mir zu überlegen, was müsst ihr denn überhaupt diesmal raten für das Gewinnspiel. Und zwar habe ich mir überlegt, wie ihr wisst, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich habe hier Gameboy-Spiele in DS-Hüllen, die ich, meine losen Gameboy-Spiele, die ich da rein verfrachte. Jetzt liegen da unten noch ein paar lose Gameboy-Spiele, aber es geht um die Gameboy-Spiele, die ich in diesem Ordner noch habe. Ja? Das sind noch ein paar Gameboy-Spiele mit Anleitungen drin und ich möchte von euch wissen, wie viele sind da noch drin. Ja? Und der richtige wird dann gelost
oder die richtigen kommen in einen Topf, so irgendwann nächste Woche. Und dann schauen wir mal, wer der Gewinner ist. Ich sage euch noch mal kurz, was ihr machen müsst, und dann zeige ich euch, was es zu gewinnen gibt. Wie gesagt, ihr müsst Abonnent sein, ihr müsst von meinem Channel, ihr müsst das Video liken und ihr müsst raten. Ihr müsst bei Facebook oder bei YouTube in der Lage sein, mir eine private Nachricht zu schreiben, wenn ihr gewinnt. Und ihr müsst raten, wie viele Gameboy-Spiele in diesem Ordner noch drin sind. Ja? Wie viele sind da noch drin? So, zu gewinnen gibt es, meine Freunde, und zwar einmal diese schöne Complete in Box Arcade Action 2 Konsole. Es ist ein Famiclone. Ich hatte es mir damals gekauft, weil es spielt Famicom-Spiele ab. Ich habe ja den Retron 5 inzwischen, der das auch kann. Deswegen kann die Arcade Action 2 die Konsole wieder gehen und in andere Hände kommen. Und dazu gibt es noch ein Tomb Raider 4 The Last Revelation Lösungsbuch. Wie gesagt, nicht so krass wie sonst immer, aber ich muss halt gucken, was ich halt da habe in dem Moment. Und ich versuche immer so großzügig wie möglich zu sein, denn ich bin sehr dankbar. So Leute, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Wer noch Bock hat, bleibt dran. Wir zocken das erste Level von Chip 'n Dale Rescue Rangers Teil 2. Ansonsten für alle, die jetzt abhauen, vielen Dank fürs Zuschauen. Stay safe, passt auf euch auf. Euer Ree. Josen Matrosen, und da sind wir zu einer Runde mal wieder Chip 'n Dale 2. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum mal wieder, weil ich das Ganze hier eben gespielt habe, ohne die Kamera dabei anzumachen. Ja, und ich weiß ja, wie sehr ihr mich seht. Gern so Spaß. Nee. Naja, auf ein neues. Das erste Level ist jetzt nicht allzu lang. Wir starten hier einfach mal. Also storymäßig kurz und knapp, denn ich habe das Intro überflogen, denn da ist doch mehr Text dabei, als ich gedacht hätte für so ein Spiel. Und ja, kurz und knapp zur Story. Fat Cat ist aus dem Knast ausgebrochen und hat vor, die Urne des Pharaos zu stehlen. Und ist und irgendwas mit einer Bombe in einem Restaurant, die wir entschärfen müssen. Und ja, das machen wir hier mal. Also wir versuchen es zumindest. Ah, nein. Ja. Bekanntes Chip, beziehungsweise Chip 'n Dale Gameplay. Sehr solide, nichts unfair, was jetzt Gameplay angeht. Also wenn man Scheiße baut, dann ist man selber schuld. Das ist alles sehr, sehr, sehr fair. Hier, man kann sich verstecken. Auch cool, wie bei Metal Gear. Oh nein! Nein, nein! Boah, jetzt dachte ich, fall runter. Ja, unten, wie ihr sehen könnt, man hat drei Herzen. Wenn die weg sind, ist man weg vom Fenster. Eigentlich sehr, sehr wichtig, alle Kisten aufzuheben, weil es können sich in den Kisten auch diese hier diese Rescue Ranger, so wie in dem eben. Oh. Diese Rescue Ranger Logo-Dinger da sich befinden, die man zu sammeln pflegt, will, wie auch immer. Muss aber auch aufpassen, in dem war jetzt zum Beispiel auch ein wenig Energie. Und man muss auch aufpassen, weil manche von den Kisten hier sind ja, zurückschlagbar, wie wir es eben sehen konnten, aber da in manchen verstecken sich auch Gegner. Nein! Okay, egal. Ah, nein, jetzt. Ah. Ich will den! Yeah! Wow. Ah, so wie da. Schön versteckt, der Gauner. So, ein bisschen nach oben müssen wir jetzt. Es hat so einen ganz leichtes Metroidvania-Feeling, ja, dass man da so ein bisschen, dass es nicht nur einfach von links nach rechts geht, sondern man so ein bisschen einen Weg hat, den man zu finden hat, wobei das jetzt eigentlich auch nicht so schwer ist. Ach, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt habe ich die
Okay, wie komme ich da jetzt rüber? Oh Mann, nein! Okay, ich hätte auf dem Korken springen müssen irgendwie, glaube ich. Naja, nächstes Mal vielleicht. So, jetzt sind wir auch gleich beim Endgegner. Bei Water Rabbit. Erinnert mich ein bisschen an die eine Endboss-Gegnerin bei Mario Odyssey. Nein! Ah! Nein! Oh, gerade noch gerettet, dass wir da hochkommen können. Ja, schmeiß und hüpf rüber. Jawohl, du Penner. Das habe ich beim ersten Mal, habe ich das etwas überrascht, als der da rüber gesprungen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schlau ist. So, und da sind wir auch gleich bei White Rabbit, beim ersten Endboss, der nicht sehr schwer ist. Genau mein Ding, so. Und das war die Fliege. Wie heißt er bei uns? Ich glaube, bei den Amis heißt der Zipper. Wie heißt der nochmal bei uns? Weiß das vielleicht einer? Oh, und da ist Samsung. Er füttert uns jetzt, aber wir haben schon 3 Herzen. Aber trotzdem danke, Samsung. Und da ist White Rabbit. Und sie wird uns jetzt erzählen, dass der Fat Cat ausgebrochen ist, die Urne geklaut hat. Wo die Bombe ist, will sie uns nicht verraten. Deswegen überspringen wir das jetzt einfach. Und machen sie einfach mal platt, denn sie ist echt nicht schwer. Wow. Nein! Nein! Okay. Okay, ich schwör's euch, ich bin jetzt zum dritten Mal bei ihr. Ich habe noch nie verloren. So wie eben. Aber wie gesagt, sie ist nicht schwer. Sie kann sich auch selbst verletzen, wenn sie irgendwie hier, oh, so wie jetzt, wenn sie jetzt da noch ein bisschen gestanden hätte und... Ja, okay, und man... Oh, scheiße. Ah! Okay, ich weiß nicht warum, aber ich stelle mich gerade übelst an. Ich habe das vorhin viel, viel besser gemacht. Alter, komm schon. Keine Ahnung, was mit mir los ist gerade. Ein Herz noch. Ah! Leute, ich stelle mich gerade an wie ein... Die ist so einfach. Ey, komm schon. Ich bin aber auch ein wenig zu ungeduldig, ganz ehrlich. Ja, habt ihr es gesehen? Da hat sie sich selbst ins Abseits geschossen. Jetzt kommt die Kiste natürlich wieder rechts runter, genau. Ich glaube, 5-mal muss man sie treffen, dann ist sie weg. Ja. Nein! Jetzt aber. Einmal noch. Und tschüss. Ja, da haben wir sie. Länger gebraucht, als man sollte. Bin ich ganz ehrlich, aber es ist geschafft. So, Stage Clear, Chip. So und so viel von diesen Rescue Ranger Logo Dinger. Und da unten ein, ich weiß nicht, was das ist. Ist das ein Special oder so? Oder ein Leben? Oder wie auch immer. Naja, auf jeden Fall, das war's, Leute. Das erste Level von Chip and Chap. Ich hoffe, der ein oder andere von euch da draußen kommt auch in den Genuss von dieser kleinen, aber feinen Perle, die leider jetzt nicht mehr so günstig ist. Aber auf jeden Fall definitiv gameplay-technisch das Geld wert. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, wir sehen uns irgendwann nächste Woche zur Auflösung des Gewinnspiels auf jeden Fall. Wer Bock hat, mitzumachen. Und ja,
Danke an alle, die noch dran geblieben sind. Wir sehen uns. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Stay safe, passt auf euch auf. Euer Reed.